Hallo Bert. Hallo Ernie. Ist das nicht ein schöner Buchstabe Q, den ich hier habe? Sehr schön, sehr schön, ja. Mir gefällt er, weil er so schön rund ist. Ja. Und hier hat er noch einen kleinen Wackelschwanz, siehst du? Den hier. Das Wort Quatsch beginnt mit Q. Und Quark. Du Bert, rate mal, was ich kenne. Ich kenne ein ganz aufregendes Spiel, das wir mit dem Buchstaben Q spielen können. Oh nein, du willst kein aufregendes Spiel spielen? Ohne mich. Ist aber ein prima Spiel. Nein, sieh mal, wir können Quatsch machen und gleichzeitig den Buchstaben Q lernen. Wäre das nicht sehr schön? Du legst mich immer rein beim Spielen. Du gewinnst immer. Oh nein, 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 Bert, diesmal nicht. Pass auf, das Spiel geht so. Also ich sage jetzt ein Quatsch und zeige auf den Buchstaben Q. Und dann sagst du zwei Quatsch und zeigst auf den Buchstaben Q. So geht das dann Q weiter. Aha. Das ist schon das alles. Das ist alles. Ein harmloses Spiel. Ja, das könnte vielleicht Spaß machen. Fangen wir gleich an. Ja. Soll ich anfangen oder willst du? Also lass mich erst mal anfangen. Gut. Los geht's. Ein Quatsch. Ja. Zwei Quatsch. Drei Quatsch. Vier Quatsch. Fünf Quatsch. Sechs Quatsch. Sieben Quatsch. Acht Quatsch. Neun Quatsch. Zehn Quatsch. Was war das, Bert? So ein Quatsch. Ich hab's noch nicht verstanden. So ein Quatsch, so ein Quatsch, so ein Quatsch. So ein Quatsch, so ein Quatsch, so ein Quatsch machst du? So ein Unsinn.